Um die Hebebühne zu bedienen, müssen wir die Hebebühne einschalten. Ich nehme es schon kurz vorweg, wenn wir wieder abfahren müssen, müssen wir den Schalter wieder abstellen. Sonst läuft das Fahrzeug nicht an. Klappe haben wir das Bedientablo für unsere Hebebühne. Können wir da auflassen. Hier ist die ganze Kurzanleitung drauf, bildlich dargestellt, wie die Hebebühne bedient wird. Als erstes tun wir die Plattform mal waagrecht, genau. Voilà. Im Idealfall mit einer kleinen Neigung gegen das Fahrzeug. Die beiden Hebel gegen abwärts drücken. Lassen wir die Hebebühne bis am Boden. Bleiben permanent drauf. Jetzt setze ich Bodenkontakt und tue gerade auch automatisch abneigen. Wichtiger Punkt: Wir bedienen die Bühne nur auf der Plattform. Zum Material aus- und abladen. Darum machen wir die Klappe wieder zu. Auf der Plattform ist der Mann, der sie bedient. Vielleicht noch eine Hilfsperson zum Helfen. Als nächstes machen wir hier die Abrollsicherungen auf. Können wir die Wägel reinstellen. Und schon geht sie aufwärts. Jetzt lasse ich die Bühne wieder auflassen. Wir wollen eigentlich, wir sind fertig, nicht die Wägel ausladen. Ich mache es nicht von hier. Sonst muss ich noch wieder runterkumpen. Das will ich nicht. Darum gehe ich wieder hier hin. Drücke beide Hebel aufwärts. Die Bühne ist wieder da. Wir haben hier noch einen roten Punkt auf der Plattform. Der symbolisiert unseren Lasten-Mittelschwerpunkt. Grundsätzlich, wenn wir wirklich schwere Lasten haben, wenn wir mit zwei oder drei Wägen gleichzeitig abladen wollen, dann schauen wir, dass wir die Wägen mittig von dem Lastenschwerpunkt haben. So sind wir auf der sicheren Seite, dass die Gewichtsverteilung gut eingehalten ist. Unsere Bühne, unsere Plattform ist entweder, jetzt ist sie genau falsch, entweder ist sie ganz unten am Boden oder ganz zu. Da ist es niemand kann reinlaufen, reinfahren und so weiter. Darum lasse ich sie jetzt ganz auf. Rechte Hebel abwärts drücken, linke Hebel aufwärts drücken. Ein bisschen Druck geben. Klappe wieder zu.